like Escobar. Hey guys, my name is Seb and I'm the Associate Development Test Lead on Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Now on behalf of the whole development team, we want to wish you a warm welcome to this closed beta. Today, we are extremely excited to share with you the game that we've been working on for more than 4 years now. Ghost Recon Wildlands is the very first military shooter set in a massive, dangerous, and responsive open world that you can play entirely in four players co-op or in solo. During this closed beta, you'll be able to discover the very first hours of Ghost Recon Wildlands in the province of Itaqua, one of the 21 regions of our massive open world. At the same time, we are launching the Ghost Recon Network, the ultimate platform for all Ghost Recon players. Log in now to create your task force, compare your stats, or plan your upcoming game sessions. Please do not hesitate to join the community and share your best moments by using the following hashtag. A new version of the fan kit is also available if you want to decorate your channel with the GRW colors. For more information, join the dedicated closed beta portal and invite your friends. Thanks again for your great support, Ghosts. We couldn't do it without you guys. We'll see you in the field soon. Letzte Woche explodierte ein Sprengsatz vor der US-Botschaft in La Paz, Bolivien. Zwei Marine-Botschaftswachen wurden verletzt. Zwei Tage später lieferte uns ein CIA-Informant in Bolivien diese Bilder. Unsere Analysten haben den Mann auf den Fotos als DEA Special Agent Ricardo Ricky Sandoval identifiziert. Einen Freund von mir. Er untersuchte die letzten 6 Jahre die dortige Kokainproduktion. So viel wir wissen, war Sandoval das geplante Ziel des Anschlags. Was die Bombe der Botschaft nicht schaffte, wurde persönlich erledigt. Sandoval wurde entführt, gefoltert und getötet. Seine Leiche entsorgt. Wir konnten sie bisher noch nicht bergen. Unser Ziel ist die Gruppe, die für das Attentat auf die Botschaft und den Tod von Special Agent Sandoval verantwortlich ist. Die Drogenorganisation, die man Santa Blanca Cartel nennt. Gestern waren sie nur Narcos. Heute sind es Narkoterroristen. Anfangs wehrte sich die Regierung Boliviens gegen das mexikanische Kartell. Sie bildete die Spezialeinheit Unidad. Doch es lief nicht wie geplant. Tausende von Leichen später sind Politiker, Polizisten und Journalisten vom Aussterben bedroht. Die bolivianische Regierung ist implodiert. Da ihm die Optionen ausgingen, einigte sich der neue Präsident in Santa Blanca. Hört ihr auf, unsere Leute zu töten, dann sehen wir weg. Santa Blanca hat Bolivien zu Dreh- und Angelpunkt des südamerikanischen Drogenhandels gemacht. Dank ihrer Freunde in Mexiko haben sie auch eine Pipeline in die USA und Kanada. Das Kartell lässt sich nur stoppen, indem man es zerlegt, und zwar Stück für Stück. Santa Blanca ist in 4 Abteilungen organisiert. Produktion, Muggel, Sicherheit und Einfluss. An der Spitze steht El Jefe de los Jefes. Boss a la Bosse. El Sueño. Agent. Kannten Sie ihn? Er war ein Freund von mir. Es tut mir sehr leid. So ist der Job eben, aber das macht es auch nicht leichter. Nein, stimmt. Sie sind wohl schon länger hier. Ich lebe als Karen Bowman. Die Entwicklungshelferin mittlerweile seit etwa 5 Jahren hier. Ist ein hartes Leben, aber undercover komme ich ganz gut klar. Wenigstens haben Sie einen Heli. Wie bist du ins Land gekommen?
in der Business Class von Manaus. Bin erholt und einsatzbereit. Ich kam per Anhalter von Barranco in Peru her. Was ist mit dir? Ich komme mit dem Bus aus Jujuy in Argentinien. Hab extra bis Villazón durchgesoffen, damit man mich in Ruhe lässt auf der Fahrt. Das erklärt, warum du so stinkst. Ich war noch als Frischling in Moskau stationiert, als der Coup abging. Es hieß, ihr wärt beteiligt gewesen. Bestimmt jemand anders. Wir waren nie da. Naja, man trifft nicht jeden Tag eine lebende Legende. Sagen Sie das mal meinem Kind. Vielleicht bringt es ja dann mal den Müll raus. Ist das nicht hart, offiziell gar nicht zu existieren? Sagen Sie es mir, Karen Bowman, die Entwicklungshelferin. Und Sie haben sicher den ganzen furchtbaren Scheiß gesehen, zu dem Menschen fähig sind, wenn sie nichts zu befürchten haben. Aber eins sage ich Ihnen. Egal wie sehr Sie sich abschotten, sich abhärten, auf El Sueño sind Sie nicht vorbereitet. Seine Religiosität ist geradezu wahnhaft. Er hat mehrere Gelübde abgelegt und wenn er nicht wegen Geld oder Muschis im Geschäft ist, dann wegen Macht. Wir sind in der Taskforce aus CIA, DEA und JSOC und ich bin Ihr Agent vor Ort. Willkommen bei Operation Kingslayer. Laut Briefing ist auch ein Haufen Einheimischer da. Die Qataris 26. Das ist eine Gruppe Rebellen, die sich gegen Unidad und Santa Blanca zur Wehr setzt. Gleich nach der Landung treffen wir den Anführer Pakatari. Bolivien hat schon lange einen Hasser von Yankees, aber diesmal könnte der Feind des Feindes ein Freund sein. Seid vorsichtig, ich werd's auch sein. Sandoval versprochen hat? Ein toter Yankee? Und ihr schickt eine Handvoll Soldaten? Hunderte Bolivianer sterben durch Santa Blancas Kugeln. Wo soll ich hunderte Kämpfer hernehmen? Die Amerikaner sind gar nicht hier, klar? Diese Soldaten sind die beste Einheit, die unserem Land zur Verfügung steht. Diese vier werden unsere Armee sein. Kennen Sie das Wort Hybris, Senora Bowman? Pakatari, Anführer der Widerstandsgruppe Qataris 26. Wir arbeiten jetzt gemeinsam an der Zerstörung von Santa Blanca. Die Gruppe kämpft bereits seit 6 Jahren gegen Santa Blanca und Korruption. Wir werden uns absprechen. Dafür bleibt keine Zeit, denn wir wissen, wo Amaru ist. Amaru, Sie haben ihn. Amaru ist einer der Gründer von Qataris 26. Mehr als das, die Gruppe stützt sich auf seine Ideen. Und ohne seine Theorien über das Landproletariat gäbe es keinen Widerstand gegen Santa Blanca und die Korruption unserer Regierung. Er muss gerettet werden. Wenn Sie uns jetzt beistehen, werde ich Ihnen mein Vertrauen schenken. Wo ist er? Das wissen wir nicht sicher. Nur, dass er in dieser Provinz ist und dass es einen Santa Blanca-Leutnant gibt, der es genau weiß. Ich werde die ISA anfragen. Vielleicht können Sie Informationen aus dem Funk abfangen. Suchen Sie diesen Leutnant und halten Sie mich über Satellit auf dem Laufenden. Gute Jagd. Die Rettung Amarus ist wichtig für unsere Sache. Bitte töten Sie den Santa Blanca-Leutnant nicht, bevor Sie ihn verhören können. Jetzt geht's rund, Leute. Schon länger hier. Ich lebe als Karen Bowman, die Entwicklungshelferin, mittlerweile seit etwa 5 Jahren hier. Ist ein hartes Leben, aber undercover komme ich ganz gut klar.
Wenigstens haben sie ein Heli. Wie bist du ins Land gekommen? In der Business Class von Manaus. Bin erholt und einsatzbereit. Ich kam per Anhalter von Barranco in Peru her. Was ist mit dir? Ich komme mit dem Bus aus Jujuy in Argentinien. Hab extra bis Villazón durchgesoffen, damit man mich in Ruhe lässt auf der Fahrt. Das erklärt, warum du so stinkst. Es gibt einige Gerüchte über euch. Ich war noch als Frischling in Moskau stationiert, als der Coup abging. Es hieß, ihr wärt beteiligt gewesen. Bestimmt jemand anders. Wir waren nie da. Naja, man trifft nicht jeden Tag eine lebende Legende. Sagen Sie das mal meinem Kind. Vielleicht bringt es ja dann mal den Müll raus. Ist das nicht hart, offiziell gar nicht zu existieren? Sagen Sie es mir, Karen Bowman, die Entwicklungshelferin. Und Sie haben sicher den ganzen furchtbaren Scheiß gesehen, zu dem Menschen fähig sind, wenn sie nichts zu befürchten haben. Aber eins sage ich Ihnen. Egal wie sehr Sie sich abschotten, sich abhärten, auf El Sueño sind Sie nicht vorbereitet. Seine Religiosität ist geradezu wahnhaft. Er hat mehrere Gelübde abgelegt und wenn er nicht wegen Geld oder Muschis im Geschäft ist, dann wegen Macht. Wir sind in der Taskforce aus CIA, DEA und JSOC. Und ich bin Ihr Agent vor Ort. Willkommen bei Operation Kingslayer. Laut Briefing ist auch ein Haufen Einheimischer da. Die Qataris 26. Das ist eine Gruppe Rebellen, die sich gegen Unidad und Santa Blanca zur Wehr setzt. Gleich nach der Landung treffen wir den Anführer Pakatari. Bolivien hat schon lange einen Hasser von Yankees, aber diesmal könnte der Feind des Feindes ein Freund sein. Seid vorsichtig. Ich werd's auch sein. Decorate your channel with the GRW colors. For more information, join the dedicated closed beta portal and invite your friends. Thanks again for your great support, Ghosts. We couldn't do it without you guys. We'll see you in the field soon. Letzte Woche explodierte ein Sprengsatz vor der US-Botschaft in La Paz, Bolivien. Zwei Marine-Botschaftswachen wurden verletzt. Zwei Tage später lieferte uns ein CIA-Informant in Bolivien diese Bilder. Unsere Analysten haben den Mann auf den Fotos als DEA Special Agent Ricardo Ricky Sandoval identifiziert. Einen Freund von mir. Er untersuchte die letzten 6 Jahre die dortige Kokainproduktion. So viel wir wissen, war Sandoval das geplante Ziel des Anschlags. Was die Bombe der Botschaft nicht schaffte, wurde persönlich erledigt. Sandoval wurde entführt, gefoltert und getötet. Seine Leiche entsorgt. Wir konnten sie bisher noch nicht bergen. Unser Ziel ist die Gruppe, die für das Attentat auf die Botschaft und den Tod von Special Agent Sandoval verantwortlich ist. Die Drogenorganisation, die man Santa Blanca-Kartell nennt. Gestern waren sie nur Narcos. Heute sind es Narkoterroristen. Anfangs wehrte sich die Regierung Boliviens gegen das mexikanische Kartell. Sie bildete die Spezialeinheit Unidad. Doch es lief nicht wie geplant. Tausende von Leichen später sind Politiker, Polizisten und Journalisten vom Aussterben bedroht. Die bolivianische Regierung ist implodiert. Da ihm die Optionen ausgingen, einigte sich der neue Präsident Santa Blanca. Hört ihr auf, unsere Leute zu töten, dann sehen wir weg. Santa Blanca hat Bolivien zu Dreh- und Angelpunkt des südamerikanischen Drogenhandels gemacht. Dank ihrer Freunde in Mexiko haben sie auch eine Pipeline in die USA und Kanada. Das Kartell lässt sich nur stoppen, indem man es zerlegt, und zwar Stück für Stück. Santa Blanca ist in 4 Abteilungen organisiert.
Korruption, Schmuggel, Sicherheit und Einfluss. An der Spitze steht El Jefe de los Jefes. Boss a la Bosse. El Sueño. The Ghost Recon Network, the ultimate platform for all Ghost Recon players. Log in now to create your task force, compare your stats, or plan your upcoming game sessions. Please do not hesitate to join the community and share your best moments by using the following hashtag. A new version of the fan kit is also available if you want to decorate your channel with the GRW colors. For more information, join the dedicated closed beta portal and invite your friends. Thanks again for your great support, Ghosts. We couldn't do it without you guys. We'll see you in the field soon. Letzte Woche explodierte ein Sprengsatz vor der US-Botschaft in La Paz, Bolivien. Zwei Marine-Botschaftswachen wurden verletzt. Zwei Tage später lieferte uns ein CIA-Informant in Bolivien diese Bilder. Unsere Analysten haben den Mann auf den Fotos als DEA Special Agent Ricardo Ricky Sandoval identifiziert. Einen Freund von mir. Er untersuchte die letzten 6 Jahre die dortige Kokainproduktion. So viel wir wissen, war Sandoval das geplante Ziel des Anschlags. Was die Bombe der Botschaft nicht schaffte, wurde persönlich erledigt. Sandoval wurde entführt, gefoltert und getötet. Seine Leiche entsorgt. Wir konnten sie bisher noch nicht bergen. Unser Ziel ist die Gruppe, die für das Attentat auf die Botschaft und den Tod von Special Agent Sandoval verantwortlich ist. Die Drogenorganisation, die man Santa Blanca-Kartell nennt. Gestern waren sie nur Narcos. Heute sind es Narkoterroristen. Anfangs wehrte sich die Regierung Boliviens gegen das mexikanische Kartell. Sie bildete die Spezialeinheit Unidad, doch es lief nicht wie geplant. Tausende von Leichen später sind Politiker, Polizisten und Journalisten vom Aussterben bedroht. Die bolivianische Regierung ist implodiert. Da ihm die Optionen ausgingen, einigte sich der neue Präsident in Santa Blanca. Hört ihr auf, unsere Leute zu töten, dann sehen wir weg. Santa Blanca hat Bolivien zu Dreh- und Angelpunkt des südamerikanischen Drogenhandels gemacht. Dank ihrer Freunde in Mexiko haben sie auch eine Pipeline in die USA und Kanada. Das Kartell lässt sich nur stoppen, indem man es zerlegt, und zwar Stück für Stück. Santa Blanca ist in 4 Abteilungen organisiert. Korruption, Schmuggel, Sicherheit und Einfluss. An der Spitze steht El Jefe de los Jefes. Boss a la Bosse. El Sueño.